Mizep Mobbing, produziert von Aria. Gar nicht lange schnacken. Ich bin einfach mal gespannt, was es hier gibt. Let's go. Könnte natürlich, ne, Mobbing lässt jetzt nicht vermuten, dass das hier irgendwie ein Fun-Track ist oder sonst irgendwas, sondern dass es eher in eine diepe Richtung gehen könnte hier. Ein Junge, gerade 14, in einer ganz normalen Gegend, in der Blüte seines Lebens, wird begrüßt von einem Regen, denn sein Vater bringt sich um, er hatte psychische Probleme bei... Oh, Digga. Okay, Video finde ich ein bisschen creepy, gerade hier diese Animation, diese Leute sehen irgendwie ein bisschen creepy aus, weiß ich nicht. Guck mich nicht so an. Er kommt direkt mit so einem übelsten Schicksalsschlag hier in den Song quasi rein. Als Ereignis, ey. Ein Junge, gerade 14, in einer ganz normalen Gegend, in der Blüte seines Lebens, wird begrüßt von einem Regen, denn sein Vater bringt sich um, er hatte psychische Probleme, beide Füße fest im Leben, doch sieht keine anderen Wege. Doch das kann er nicht verkraften, der Boy. Ihn tröstet nicht, dass Dad auf ihn herabblicken soll. Kann nicht mehr lachen und freuen, denn diese Last ist zu doll. Jetzt geht er runter in die Küche, frisst sich absichtlich voll. Schokomuffins und Zeug, kein Bock auf Abnehmerfolg. Dann eine neue Schule, er ist in der Klasse ganz neu. Er wird der Dicke genannt, ihn plagen Tritte und Angst. In der neuen Schule kommt er bei der Clique nicht an. Also frisst er weiter, was es niemanden gibt, der ihm hilft und beschützt oder mag, wie er ist. Und dann geht der kleine Junge zum Bahngleis, denn er möchte auf dem Friedhof bei Paar sein. Oh. Oh. Boah, harter Tobak. Harter Tobak, Alter. Und leider sehr, sehr, also ist nicht für mich persönlich, zum Glück mir nie so passiert oder so, aber ich denke, da können sich einige leider echt mit identifizieren. Und man hat viele Beispiele vielleicht an seiner eigenen Schule oder so früher gesehen, wo sowas vorgekommen ist, ne? Irgendwelche Kinder, Jugendliche, die Schicksalsschläge, psychische Probleme hatten und dann fertig gemacht wurden, noch zusätzlich in der Schule, ne? In Schule kommt er bei der Clique nicht an, also frisst er weiter, was es niemanden gibt, der ihm hilft und beschützt oder mag, wie er ist. Und dann geht der kleine Junge zum Bahngleis, denn er möchte auf dem Friedhof bei Paar sein. Egal was du siehst, schau niemals weg, du weißt. Niemand verdient Leben im Dreck, du weißt. Es ist Zeit, es wird Zeit, was zu tun, schau nicht weg. Werf dein Leben nicht weg, alles wird wieder fresh. Egal was du siehst, schau niemals weg, du weißt. Niemand verdient Leben im Dreck, du weißt. Es ist Zeit, es wird Zeit, was zu tun, schau nicht weg, werf dein Leben nicht weg. Er weiß es schon. Extrem gute Message. Extrem gute Message, der Song. Sehr, sehr wichtig, sowas. Und deswegen verdient so ein Song hier auch den vollsten Support, ne? Er weiß es schon, er will jetzt springen, er hat nichts mehr zu gewinnen. Keine Wörter in der Stille, doch dann hört er diese Stimme in seinem Kopf, die ihn verleitet. Lass die anderen dafür brennen, erst die anderen und dann du, doch vorher siehst du, wie sie rennen. Oh, Digga, jetzt geht das auch noch in die Richtung hier. Puh, Alter. Harter Tobak hier, Alter. Ja, wir wissen, denke ich, also es wird natürlich jetzt klar in die Richtung gehen. Ne, man hört er hört die Stimmen, er wird von allen gemobbt, fertig gemacht, so. Jetzt bezahlen die anderen dafür, ne? Das kann auch passieren. Ist auch schon öfter passiert. Lass die anderen dafür brennen, erst die anderen und dann du, doch vorher siehst du, wie sie rennen. Also rafft er sich zusammen, packt die Sachen, geht von dann und holt sich bei seinem Opa Jack eine Waffe aus dem Schrank. Er ist Jäger, was sein Junge will, das rafft er nicht so ganz. Er ist besoffen und so drückt er ihm die Waffe in die Hand. In der Nacht keine Ruhe, nächster Tag in der Schule, donnerstags, er ist müde, jetzt betritt er die Bühne. Er nimmt das Magazin und lädt durch, keiner spricht, alles ruhig, nur paar Schritte aus Furcht. Es fliegen Kugeln, es knallt, alle laufen und schreien. 16 Schüsse und dann ist es vorbei.
tote Menschen, draußen Mütter, die weinen. Und am bitteren Ende steckt er sich die Gun in den Hals. Egal was du siehst, schau niemals weg, du weißt. Niemand verdient Leben im Dreck, du weißt. Es ist Zeit, es wird Zeit, was zu tun. Schau nicht weg, werf dein Leben nicht weg. Alles wird wieder fresh. Egal was du siehst, schau niemals weg, du weißt. Niemand verdient Leben im Dreck, du weißt. Es ist Zeit, es wird Zeit, was zu tun. Schau nicht weg, werf dein Leben nicht weg. Puh, Digga, da bleiben mir ein bisschen die Worte weg, Alter. Heftiger Song. Aber leider sehr realitätsnah. Sowas kann passieren. Und sowas ist halt auch vermeidbar, wenn man gegen Mobbing vorgeht. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass sowas immer wieder angesprochen wird. Und dass unter anderem Leute wie zum Beispiel ein Carsten Stahl oder so da immer und immer und immer und immer wieder drauf hinweisen. Oder wer jetzt hier eine Mindset in seinem Track drauf hinweist. Geht gegen Mobbing vor, mobbt Leute nicht selber, logischerweise. Und ich will keine Ahnung, besser ausdrücken als die und er hier in dem Song kann ich sowieso selber nicht. Ich finde es wichtig, das hier zu supporten, deswegen geht bitte auf das Original, lasst da einen Daumen nach oben da, gebt da einen Kommentar ab, streamt das Ding auf Spotify und ja, verinnerlicht ein bisschen die Message des Songs.